Eigentlich war für heute schon wieder ein anderes Thema geplant, allerdings gibt es dann doch einige wirklich gute Gründe, warum wir uns nochmal ganz ausführlich über das Thema Boeing 737 MAX unterhalten sollten. Denn in den letzten 24 Stunden ist dazu wieder einiges passiert und es entwickelt sich für Boeing mittlerweile zu einer wirklich unschönen Situation. Während es kurz nach dem Absturz, da in den ersten Stunden am Sonntag, noch so aussah, als würde es bei den Fluggesellschaften, die aktuell mit der Boeing 737 MAX durch die Gegend fliegen, als würde es da erstmal keine Einschränkung geben, steht heute ein Großteil der Boeing 737 MAX-Flotten am Boden. Und alles, was ihr dazu jetzt wissen müsst, das gibt es jetzt hier. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA blieb am Montag ja gar nichts anderes mehr übrig, als sich zu der Boeing 737 MAX-Thematik zu äußern. Das haben sie auch getan und ihrer Ansicht nach gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine Grundlage für ein Flugverbot. Das ist eine ziemlich interessante Meinung, denn damit stehen sie, bis auf die kanadischen Kollegen, die sind auch auf ihrer Seite, aber ansonsten stehen sie mit dieser Meinung oder mit dieser Ansicht durchaus alleine da. Begründet wird diese Entscheidung damit, dass es aktuell keine Hinweise darauf gibt, dass es bereits nach mehreren Starts einer Boeing 737 MAX zu Schwierigkeiten gekommen sei, bei denen die Piloten das Flugzeug dann trotzdem sicher ans Ziel gebracht hätten. Ja, kann man sich drüber streiten. Auf jeden Fall, wenn es da um den Unfall am Sonntag geht, den müsse man jetzt halt erst einmal untersuchen. Mit dieser Ansicht hält man zumindest die Flugzeuge der amerikanischen und kanadischen Fluggesellschaften in der Luft. Beispielsweise so auch von Southwest Airlines, große amerikanische Fluggesellschaft. Die betreiben mittlerweile fast 40 Boeing 737 MAX in ihrer Flotte. In anderen Teilen der Erde haben sich zu dieser Thematik gestern, wie man zu sagen pflegt, die Ereignisse überschlagen. Ein Land nach dem nächsten kam dazu, darunter auch Deutschland, in denen der Luftraum komplett für die Boeing 737 MAX gesperrt wurde. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer meldete sich dazu gestern Nachmittag zu Wort und sagte, dass das Verbot für die 737 MAX so lange bestehen bleibe, bis die Auswertung der Unfälle vollzogen und alle Zweifel ausgeräumt seien. Genauso oder ähnliche Aussagen trafen dann auch die Länder Großbritannien, Frankreich, Südkorea oder auch Australien. Somit stieg die Anzahl der Länder, in denen die 737 MAX jetzt erst einmal nichts mehr verloren hat, im Laufe des gestrigen Tages kontinuierlich an. Den Höhepunkt erreichte das Ganze dann gestern Abend gegen 18 Uhr, als die Europäische Luftfahrtbehörde EASA direkt mal den kompletten europäischen Luftraum für die Boeing 737 MAX 8 und die 737 MAX 9 vorübergehend sperrte. Das ist tatsächlich ein absolutes Desaster für den Flugzeughersteller, denn diese Entscheidung der Europäischen Luftfahrtbehörde sowie natürlich auch die vorher schon getroffenen Entscheidungen der einzelnen Länder sorgten dann im Laufe des gestrigen Tages mehrfach dafür, dass in der Luft befindliche 737 MAX je nach Flugfortschritt entweder umdrehen mussten oder gar nicht mehr zum Zielflughafen fliegen sollten, weil wenn das Flugzeug da dann erstmal in der Europäischen Union irgendwo steht, dann muss man dummerweise davon ausgehen, dass das da auch noch eine Weile stehen bleiben wird. Das Thema scheint sich jetzt nämlich erst so richtig aufzubauen. Sehr interessant war dann gestern noch die Reaktion des größten Tourismuskonzerns, des größten Reisekonzerns hier in Europa, TUI, denn die sollten heute ihre 16. Boeing 737 MAX übernehmen und damit die erste Maschine für die deutsche Fluggesellschaft TUI Fly. Am Montag stand da wahrscheinlich noch so ein bisschen die Freude und der Stolz über das neue Flugzeug im Vordergrund. Da hat man dann noch gesagt, dass man davon ausgeht, selbstverständlich, dass man das 16. Flugzeug, damit die erste Maschine für TUI Fly, genauso sicher betreiben wird, wie man das jetzt auch mit den 15 Maschinen vom Typ 737 MAX tut. Jetzt gestern hat der Konzern dann aber doch nochmal seine Meinung geändert, lässt die Maschinen vom Typ 737 MAX von nun an am Boden stehen und ihnen blieb ja aufgrund der Sperrung des europäischen Luftraums auch gar nicht mehr viel anderes übrig. Ich glaube, es wird langsam aber sicher klar, worauf ich hinaus möchte. Die Ereignisse überschlagen sich jetzt tatsächlich mal, denn es ist noch wahnsinnig viel Dynamik, wahnsinnig viel Bewegung in dieser Thematik 737 MAX. Da wird auch in naher Zukunft noch eine ganze Menge passieren und Boeing muss sich jetzt selbstverständlich überlegen, wie reagieren sie auf diese Entwicklung, wie reagieren sie auf das ganze Thema und wie betreiben sie jetzt am besten Schadensbegrenzung. Denn auch den am wenigsten emotionalen Leuten wird bei einem Anblick der Boeing-Aktie klar, wie ernst die Lage ist. Diese hat über 15% verloren an Wert in den letzten Tagen. So viel Wert hat sie zuletzt am 11. September 2001 verloren. Aber zurück zur Frage, wie sollte denn jetzt der Flugzeughersteller auf diese Situation reagieren? Ich würde jetzt mal behaupten, in der Luftfahrt ist das eigentlich gar keine Frage, denn hier gilt absolut Safety First, sollte man zumindest meinen. Und man kann im 21. Jahrhundert auch auf jeden Fall davon ausgehen, dass es selbstverständlich auch im Interesse des Flugzeugbauers liegt, dass man ein absolut sicheres Flugzeug auf den Markt bringt. Macht man dennoch einen Fehler, dann bessert man diesen selbstverständlich sofort aus. Und das macht man im Idealfall, bevor das Flugzeug beim Kunden landet. Sollte das trotzdem nicht funktionieren, so wie beispielsweise auch schon bei der Boeing 787 passiert, dann bleibt das Flugzeug halt erst einmal am Boden. Das Problem wird identifiziert, das Problem wird gelöst und dann steht dem Erfolg eines Flugzeuges mit in Anführungszeichen Kinderkrankheiten ja auch gar nichts mehr im Wege. Die 787 ist ein super erfolgreiches Flugzeug.
Flugzeug. Nun allerdings scheint es ja ganz offensichtlich zu sein, dass es bei der Boeing 737 MAX ein sicherheitsrelevantes Problem gibt. Und das Flugzeug befindet sich nun mal schon beim Kunden, deswegen sollte es ja, genauso wie auch bei der Boeing 787, bevor eben Schlimmeres passiert, hier ist schon Schlimmeres passiert, da sollte das Flugzeug dann auf jeden Fall am Boden bleiben, bis alle Problematiken aus dem Weg geräumt sind. Jetzt haben gestern schon einige in die Kommentare geschrieben, dass das Flugzeug ja gar nicht so sicher sein kann wie ein modernes Flugzeug, da es ja auf einer alten Basis steht. Und das stimmt natürlich, die Maschine Boeing 737 steht irgendwo auf einer Basis aus dem Jahr 1967, da hatte die Boeing 737-100 ihren Erstflug. Aber seitdem hat sich selbstverständlich auch fast alles verändert, was nachher am Ende des Videos nochmal für eine weitere Frage interessant ist, dass sich so viel verändert hat. Die 737 erreicht heute Verbrauchswerte wie ein brandneues Flugzeug, hat ein Cockpit und die entsprechende Technologie, die dahinter steckt, wie ein brandneues Flugzeug. Und das Allerwichtigste, die 737 hat selbstverständlich eine durchaus mit anderen modernen Flugzeugen vergleichbare Sicherheitsstatistik. Die 737, der Flugzeugtyp 737, gilt als sicheres Flugzeug. Jetzt kann man aber natürlich dadurch auch die 737 MAX als neues, modernes Flugzeug verstehen, was erstens keine Erklärung für vermeintliche Kinderkrankheiten ist und zweitens natürlich noch sehr viel weniger eine Entschuldigung für das ist, was da gerade passiert. Und um jetzt zur ganz ursprünglichen Frage zurückzukehren, ist es denn gerechtfertigt, die Boeing 737 MAX jetzt komplett am Boden zu lassen? Ja, selbstverständlich ist es gerechtfertigt, denn das Flugzeug hat ein sicherheitsrelevantes Problem. Und dabei geht es gar nicht unbedingt so sehr um die Software, MCAS, um das Maneuvering Characteristics Augmentation System, was hier durchaus zu Recht umstritten ist, sondern es geht vielmehr um die Tatsache, dass ein neues Flugzeug innerhalb von 5 Monaten zweimal abgestürzt ist. Und bei einem der beiden Unfälle, beim Lion Air Absturz, ist es mittlerweile klar, dass Veränderungen, die von der 737 Next Generation Reihe zur 737 MAX getroffen wurden, dass die dort eine Rolle gespielt haben. Nicht, dass sie dafür verantwortlich waren, diese Entscheidung hat man so noch nicht getroffen oder diese Aussage wurde so noch nicht erstellt, sondern es ist klar, dass es eine Rolle gespielt hat. Und jetzt sollte das, gerade bei 2 Unfällen, die über 300 Menschenleben gefordert haben insgesamt, da sollte es in der Luftfahrt doch gar keine Frage sein, ob dieses Problem jetzt in Anführungszeichen groß genug ist, um die Maschine komplett am Boden zu lassen. Und damit zurück zur Reaktion des Flugzeugherstellers, denn während mittlerweile gefühlt all die Länder, in denen die 737 MAX in größerer Anzahl unterwegs ist, während all die Länder den Luftraum für den Flugzeugtypen gesperrt haben, hält die USA immer noch stramm dagegen. Der Chef des Flugzeugherstellers, der Chef von Boeing, soll heute gerade eben erst mit Präsident Trump telefoniert haben, mit ihm über diese Thematik gesprochen haben, während einige Politiker in den USA, genauso wie mittlerweile auch Flugbegleiter Gewerkschaften. Also die Mitarbeiter, die in diesen Flugzeugen fliegen sollen, die fühlen sich unwohl damit, die fordern, dass die Maschine am Boden bleiben soll. Da hat der Chef mit dem Präsidenten gesprochen und ihm erklärt, dass das Flugzeug sicher sei, um damit ein Flugverbot abzuwenden. Und das, und da bin ich jetzt auch wirklich gespannt auf eure Meinung dazu, das ist ja genau die falsche Message, die da jetzt rübergebracht wird. Während gefühlt die ganze Welt davon überzeugt ist, dass dieses Flugzeug jetzt erst einmal am Boden bleiben soll, bis alle aktuell erkennbaren Probleme absolut zu 100% aus dem Weg geräumt sind, was in der Luftfahrt auch wirklich Standard sein sollte, da arbeitet jetzt der größte Flugzeughersteller der Welt, der Flugzeugbauer des Flugzeugtyps, der arbeitet da jetzt dagegen. Das ist eine sehr unschöne Reaktion von Boeing, aber ich denke mal, da wird sich in naher Zukunft noch ein bisschen was tun, denn der Druck, der wächst ja weiter. Nicht nur auf Boeing, sondern auch auf die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA, dass das alles finanzielle Probleme mit sich bringen kann und dass das alles organisatorische Schwierigkeiten, Herausforderungen und Engpässe mit sich bringt, wenn Southwest Airlines auf einmal 40 Flugzeuge vom Typ 737 MAX am Boden lassen muss. Das ist ja alles gar keine Frage, aber muss man da in der Situation jetzt quasi den Helden spielen und sagen, dass das Flugzeug auf jeden Fall sicher ist und deswegen jetzt nicht erst einmal am Boden bleiben sollte? Nein, das sollte in der Luftfahrt wirklich nicht so sein, oder? Der Image-Schaden, den Boeing jetzt verkraften muss, der ist mittlerweile sicherlich so schwerwiegend wie auch bei Samsung mit dem Galaxy Note 7. Nur, dass das bei dem Galaxy Note 7 vielleicht hier und da nochmal so ein bisschen lustig war und bei Boeing ist es wirklich alles andere als witzig. Die möglichen Szenarien, die uns jetzt an dieser Stelle bevorstehen, sind: der Absturz der 737 MAX in Äthiopien wird auf einen ganz klaren Fehler am Flugzeug zurückgeführt. Dann steht die Maschine, der Flugzeugtyp 737 MAX, selbstverständlich auch in 0,nix in den USA und in Kanada am Boden. Und der Flugzeughersteller Boeing steht dann natürlich ganz unangenehm da, denn dann hat man ja Crews und Passagiere, die man ja jetzt tagtäglich immer noch in diese Flugzeuge setzt. Die hat man dann, man könnte durchaus bewusst sagen, bewusst einem Risiko, einem bekannten Risiko ausgesetzt. Und das kann wirklich nicht sein. Zweites mögliches Szenario wäre, dass der Absturz der Äthiopien 737 MAX gar nicht auf einen technischen Fehler oder auf irgendeinen Fehler am Flugzeug zurückgeführt werden kann.
Das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird, da die Piloten bereits Probleme mit dem Flugzeug gemeldet hatten, bevor sie abgestürzt sind. Nichtsdestotrotz, sollte genau das jetzt bei den Ermittlungen rauskommen, dann bleibt ein Imageschaden und ein mulmiges Gefühl bei der 737 MAX. Ja, und das dritte mögliche Szenario, für das die Wahrscheinlichkeit sicherlich verschwindend gering ist, also wirklich verschwindend gering, aber kann ja durchaus passieren, sollte jetzt aus welchen Gründen auch immer in naher Zukunft eine dritte Maschine vom Typ 737 MAX abstürzen, dann wird das alles, was hier gerade passiert, und dann ist es auch ganz egal, ob es ein technischer Fehler war, das Flugzeug irgendwie eine Rolle gespielt hat, weil es eben nicht so funktioniert hat, wie man sich das gedacht hat, oder es ein reiner Pilotenfehler war, dann wird das, was hier gerade passiert, sicherlich ganz schnell, ziemlich sicher existenzbedrohend für den Flugzeughersteller Boeing. Eine Frage wurde gestern in den Kommentaren dann noch recht häufig gestellt, und zwar, ob das Verbot bzw. die Luftraumsperrung nur für Maschinen vom Typ 737 MAX 8 gilt oder auch für alle anderen Varianten des Flugzeuges. Hier in Deutschland ist es jetzt so, dass die Luftraumsperrung für die 737 MAX 8 und für die 737 MAX 9, also für alle aktuell fliegenden Varianten der 737 MAX gilt, und das macht sicherlich auch am meisten Sinn. Dieses Verbot soll nach aktueller Planung erst einmal für die nächsten 3 Monate, also bis Mitte Juni, bestehen bleiben, und am Anfang war das auch so bei mir angekommen, dass das Verbot in einigen Teilen der Erde scheinbar nur für die 737 MAX 8 gilt. Mittlerweile ist es aber so, dass überall da, wo die 737 MAX 8 nicht mehr fliegen darf, auch keine 737 MAX 9 mehr fliegt. Das Verbot bzw. die Luftraumsperrung gilt also für die komplette 737 MAX. Einen Gedanken möchte ich jetzt abschließend zu der Thematik nochmal äußern. Ich bin wirklich überrascht, was da gerade passiert, gerade über die Reaktion vom Flugzeughersteller Boeing selbst. Es ist noch lange nicht geklärt, ob das MCAS, also ob dieses umstrittene System, ob das jetzt wirklich eine Rolle gespielt hat beim Absturz der 737 MAX der Ethiopian Airlines. Das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch nicht. Gestern hatten wir aber auch schon einmal über die ganz klaren Ähnlichkeiten und aber auch über die ganz klaren Unterschiede zwischen dem Lion Air Absturz und dem Ethiopian Airlines Absturz jetzt am Sonntag gesprochen. Aber dass es bei diesem Flugzeug jetzt ein Problem gibt, das ist doch gar keine Frage mehr. Selbstverständlich steckt hier doch ein Fehler ganz tief im System, denn eine fehlerhafte Software schießt hier natürlich nicht die modernen Passagierflugzeuge vom Himmel, sondern da gehören zu so einem Absturz immer mehr Gründe dazu. Beispielsweise eben Piloten, die womöglich in Panik falsch auf ein fehlerhaftes System reagiert haben. Hier muss also auf gar keinen Fall nur nachgebessert werden bei einer Software, von der wir noch nicht mal wissen, ob sie bei dem Ethiopian Airlines Absturz am Sonntag überhaupt eine Rolle gespielt haben könnte. Das darf man nicht vergessen. Aber hier muss nachgebessert werden bei einer Software, bei Training, bei Procedures, bei Handbüchern und ganz viel anderem auch noch. Und sollte jetzt hier am Ende des Tages herauskommen, dass der Flugzeughersteller Boeing starke Veränderungen zwischen der Next Generation 737 und der MAX 737 klein gehalten hat und simpel gehalten hat oder halt gar nicht wirklich erwähnt hat, um die Umschulung bzw. das gemeinsame Type Rating für diese Modelle einfach und damit am Ende des Tages ja auch kostengünstig zu halten, dann bekommt diese ganze Geschichte nochmal einen wirklich sehr unangenehmen Beigeschmack, der wirklich gegen die Prinzipien spricht, die man eigentlich heute in der Luftfahrt erwartet. In diesem Sinne, mit diesem Gedanken soll es das heute gewesen sein. Ich freue mich sehr auf eure Meinung zu diesem Thema und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.